Willkommen zurück zu einem neuen Part von Dark Souls 2 Definitive Edition. Hier ist wieder Paris für euch und wir legen da mal gleich los. Mal schauen, was diesmal für eine Zwischensequenz hier kommt bei der goldenen Arena. Soweit die Geschichte. Im Reich der Toten, die Geschichte eines Händlers, verhüllt in Geheimnisse und Rauch, eine Glocke erklang. Ein Thron fuhr zum Himmel, doch Tod konnte seinen Herrn nicht finden. Okay. Ja, und ich glaube, da haben wir so quasi schon hier... Okay. Da haben wir, glaube ich, einen kurzen Blick auf den guten Fürsten der Knochen erhascht. Und da hinten haben wir das letzte Mal quasi aufgehört, an dieser Stelle hier. Dann gehen wir mal weiter. Wir mussten irgendwie in den letzten Parts mussten wir erstmal den Champion der Arena besiegen, damit der Kanzler uns zu Fürst der Knochen durchlässt. Der Kanzler und Tod verstehen sich direkt schon sehr prächtig. Kappa. Und wie so schön gesagt, wir müssen jetzt irgendwelche Lebenssteine sammeln, um den Champion und diese riesige Bestie in die Arena zu locken und um sie dann besiegen zu können. Wahrscheinlich ist das hier der erste dieser Lebenssteine. Okay. Da haben wir ihn. Lebensstein. Ein Stein, dem die Macht innewohnt, schlafenden Schrecken des Lebens einzuhauchen. Einer der drei Steine, die benötigt werden, um den Arena-Champion wieder aufstehen zu lassen. Okay, sehr interessant. Sehr interessant. Gut, dann begeben wir uns mal wieder auf den Rückweg. Und hier werden wahrscheinlich die ganzen Leute aus dem Käfig ausbrechen. Oder auch nicht. Oder doch? Oh shit! Die ganzen Skarabäen hier alle abknallen. Alle abknallen, boom, boom, boom. Wir haben trotzdem noch ein bisschen Schaden schon bekommen. Na, kann man nichts machen. Naja, war jetzt kaum eine Herausforderung. Die Pistole kümmert sich schon die meisten Skarabäen hier, easy peasy. Der hätte ich auch fast vergessen, den Buch hier. Einen mystischen Steinbissen hier. Ich kann hier sogar abknallen. Käfig läuft bei uns. Und tot. Na egal. Und der ist eh schon verreckt, also. Haben wir sonst keine Steinbissen hier? Nö, nix mehr. Alles abgesearched. Gut. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Steinbissen wirklich machen werde. Alter, können wir jetzt bitte hier. Dankeschön. Ach so, weil ich im Ziel muss, war ich Idiot. Na egal. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob wir das mit diesen Steinbissen dann wirklich auch abschließen werden. Das ist dann hier so eine Sammelmission. Ach, und hier kommen wir dann durch. Ah ja, das sind ja diese Inferno-Krallen hier. So gibt's nichts. Entscheidend nicht. Es wird Zeit, dass du etwas findest. Aha. Achso, er redet schon mit Asche. So ist doch diese Krähe. Was steht denn hier? Das WWE. Okay, Schleichwerbung oder was? Was?
Die Schriftrolle des Seelenlenkers. Folge diesen Koordinaten, um den Labyrinth des Seelenlenkers zu entkommen. WWNO. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das bedeutet. Wir werden das sicherlich bald herausfinden. Ah, WW. Aha. 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 Und da ist wieder so ein Steinbissen. Den Machtsteinbissen. Haben wir hier erhalten. Das ist nicht klasse. Hier ist schon um. Vielleicht. Was gibt's hier? Ach, die Verlieskarte. Ist ja toll. Ich hab X gedrückt, ey. Okay, und den Sarg erwischt irgendwie nicht. So, damit er hier die Fresse hält. Und der Gute auch. Gibt's noch einen? Ja, gibt's noch ein paar mehr. Die Nerven. Ich meine, man kriegt dadurch doch ein bisschen EP, also wieso nicht? Wieso nett? Wieso muss man das nicht hier killen? Den schadet das bei mir nicht. Sagen wir mal so. Doch, doch, das hat gereicht. Hier gibt's nix, oder? Kann ich da einspringen? Nö. Gut. Verstellen wir noch das und dann begeben wir uns auf den Weg dahin. Den Müll. Ach. Teil des dieses Verlieses, dieses Dungeons. Und ein kleines Beglückwünschungskomitee. Das ist aber auch wieder ein bisschen viele Gegner. Das ist nervig. Hallo, hallo. Ach, das war's schon. Ich dachte, hier war noch eine. Egal. Gut. Ich habe das Gefühl, dass da geht auf jeden Fall noch weiter, aber hier da drin ist eine Truhe. Da können wir aber noch leider noch nicht hin. Wie es mir scheint. Könnt's natürlich probieren. Aber nein. Fest verschlossen. Wahrscheinlich am Ende, wenn wir den guten Champion der Arena besiegt haben, öffnen sich alle diese goldenen Türen. Wir können ja alles quasi erkunden und looten und uns zu eigen machen. Jetzt sind wir hier wieder irgendwo hoch an der Stelle hier. Ganz schnell werden hier die Gegner ausgelöscht. Nicht klasse. Okay, zum neunten Bereich. Ich stelle alles.
Das ist nichts übrig. Schön Münzen, also ist auch gut. Kann vielleicht der Strahl diese Platz zerstören, wer weiß. Okay, selbst wenn er berührt den nicht mehr, also wenn wir sie hier raus sind. Lass uns mal diese Tür offen erkunden, was hier zu finden gibt. Warte mal, was war denn da? Okay, und hier ist ein Gang mit der Truhe. Finde ich gut. Ich nehme mir an, extra, dass wir hier nicht vorbeikommen. Ja. Bullshit. Das ist ein ziemlicher Bullshit. Wird es auch nicht mal angezeigt, dass es hier blockiert ist, aber auch egal. Wir müssen das leider in diesem Falle so akzeptieren, wie es ist. Ja. Da oben bräuchten wir aus irgendeinem Grund wieder eine Statue mit einer Laterne. Ach. Und hier ist dann die Bombe, die wir an uns nehmen können. Was war dagegen? Pistole. Ist weg. Gut, ist immer hier schön die Bomben bereit stehen. Wobei ich es dann auf jeden Fall entspannter finden würde, wenn man in dem Falle dann halt einfach eine Fähigkeit hat, die halt ähnlich wie eine Bombe wirkt, dass die Bomben dann irgendwann nicht mehr gebraucht werden. Wenn so ein einfach auch so ein Bombenwerfer aus Karoke. Ich kann nicht. Halt so ein Bombenwerfer oder irgend so ein Schlag, der dann die zerstören kann. Dann brauchst du die Bomben einfach nicht mehr. Das wäre halt echt entspannter. So, was ist denn das? Ja, ist epic, also das ist verdient. Die sind auch noch Level 14, aber viel schwächer. Komisch. Nee, nee. Was hab ich A gedrückt? Ich hab B gedrückt. Egal. Ja. Aber wir könnten doch sicherlich die Bombe, das ist ja nicht die, die nach einiger Zeit explodiert, sondern erst bei mehr gegebenem Scheiß. Wir nehmen die einfach mit und springen dann das in die Luft, was da hinten war. Ich meine, die könnten vielleicht sogar die Statue in die Luft springen, um es dann die Laterne zu gönnen. Aber erst später. Lösung aus. Ah, der Bombe soll sagen, dass wir eine nähere Bombe haben. Yay. Ach, und hier. Okay. Warte mal, können wir da unten. Nein, können wir nicht. Vielleicht kann man sich da ja runterfallen lassen und auf irgendeinen Scheiß stoßen. Seite, ich weiß nicht wie der heißt, Seite des Buchs der Toten. Wie viel haben wir denn? 8 von 10. Sehr schön. Bald hätten wir dann schon mal das erste Kapitel. Unmöglich. Das kann ich noch nicht benutzen. Okay. Dann sei es so.
Okay, so eine Stachel, hier verrecken wir nicht gut. Ich möchte erstmal irgendwie diesen Zwischengang auch frei bekommen. Dafür müssen wir erstmal eine Bombe da hinten hinbekommen. Vielleicht kann man ja den Scheiß da rüber schmeißen. Okay, zu hoch. Sehr schön. Und dann können wir einfach hier rüber und darüber und darüber. Dann fallen wir runter, nehmen das wieder mit uns. Nehmen das wieder mit uns. Nehmen das wieder mit uns. Oh, das war ein scheiß Endhaken, um es wieder mit uns zu nehmen. Was ist so dagegen? Nehmen wir die Pistole und zack, voila. Was bringt dieser Raum, weil jetzt mal so gesagt, jetzt erstmal das eine öffnen, dann müssten wir hier draufstehen und irgendwie, pf, keine Ahnung, einen kürzeren Rückweg irgendwie. Mach ich's auf jeden Fall, dass man quasi belohnt wird, diese ganzen kleinen Dinge hier kaputt zu machen. Man kriegt schön, schönes Gold, man kriegt sogar manchmal Tränke und alles. Deswegen immer schön die Dinger hier kaputt machen. Wer weiß, ob sich darin etwas befindet. So, gehen wir uns so weiter, sehen wir hier eine gute Truhe auf unserer rechten Seite. Öffnen wir diese, sehen wir eine Scheißwaffe. Okay, ah, das ist ja eine Brücke, die hier oben ist. Ach, und hier ist eine Laterne. Hey. Die Frage ist, was passiert, wenn wir da runtergehen? Irgendwie nichts. Egal. Ach, das brauchen wir dann. Weil wir keinen Wandsprung machen können mit diesem Scheiß da. Jetzt müssen wir da hinten gehen, dann das so öffnen auf der einen Seite. Dann begeben wir uns mal wieder zurück. Jetzt wir diesen Strahl noch auf die richtige Seite drehen. Okay, Tod kann also nicht mal diesen Sprung schaffen, was schon extrem lächerlich schwach ist. Meine Güte. Kann ich das nicht schmeißen? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Was? Wie soll ich das denn jetzt bitte schmeißen? Wow.
Gut. Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt machen. Wie ist das denn jetzt zu? Egal. Oh, keine Ahnung, Mann. Wenn wir nicht mal einfach mit einem normalen Sprung rüberkommen können, dann verstehe ich nicht, was wir sonst hier vorhaben. Es ist mal wieder super. Jetzt verstehe ich es. Wir müssen das hier hinstellen, dann können wir es für den Griff hier holen. Weil sonst diese Stacheln da wären. Gut, dass wir das geklärt haben. Tja, einfach nur mal auf die andere Seite gehen und dann sieht man das schon aus einer ganz anderen Perspektive. Gut. Also wenigstens das schnell herausfunden habe, nicht so lange dran rumgeübelt habe. Dem hier das schön geben, bitteschön. Jetzt geht es einmal ganz durch. Gefällt mir. Super. Die Frage ist, bringt es einem was darunter zu springen oder nicht? Ja, vielleicht. Level. Wir gehen erstmal hier hin. Vielleicht kommen wir aber mit dem Weg hier direkt unter diese Brücke auf die andere Seite dahin. Ja. Jetzt wieder gibt es immer. Das ist auch so typisch so. Es muss immer irgendwelche Lücken in so einer Wendeltreppe geben. Da musst du so hin und her springen. Ist auch irgendwie so halb eingestürzt. Damit du da nicht wieder hochkommst. Das habe ich auch erwarten können. Das Relikt von Hetogoth 1 haben wir erhalten. Jo, beruhig dich, Junge. Was macht er da? Hier unten gibt's. Nein, tot. Dann. Ich will zum Aufbrechen. Irgendein Lager oder was, ey. Das ist gut. Ich habe alles kaputt, was mir für die Augen kommt, und da ist der Part eh vorbei.
War's das? Das legen wir erstmal. Das kann ich nicht aushalten. Achso, die Typen sind in der Kiste. Also, ich verstehe. Dann bin ich ganz höher auf und kommen auch viele Gegner. Boah, viele Heiltränke hier. Haha, das macht Sinn. Killen wir die ganzen Bobs und dann können wir auch den Part beenden. Ey! Wir haben eine Secret Kiste bekommen, weil wir alles kaputt gemacht haben und jeden Gegner besiegt haben. Ist das nicht witzig? Ja, da wird einmal meine Zerstörungslust hier ganz vorzüglich belohnt. Tja, wissen wir erstmal jetzt, was richtig assig ist, denn was sich in dieser Kiste befindet, sehen wir dann im nächsten Part von Darksiders 2. Bis dann und ciao.